Herzlich willkommen zum heutigen Video. Es geht auch heute wieder um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Im letzten Video hatten wir ja, wie man am besten mit den Erfolgen umgehen kann, behandelt. Heute geht es genau um das Umgekehrte, nämlich wie verhält man sich mit dem Scheitern, wenn man zurückgewiesen wird, wenn man abgelehnt wird, wie soll man sich da verhalten? Ja, jeder kennt die Situation, wenn man irgendwo abgelehnt wird, wenn man bei einem Verkaufsgespräch nicht erfolgreich ist, wenn einem gesagt wird, okay, tut mir leid, deine Konkurrenz macht das, kommt zum Zug und nicht du. Jeder kennt das. Und jetzt ist hier ganz bedeutend und entscheidend, dass man sich hier richtig verhält. Sehr leicht kommt man nämlich hier in die Situation, dass man sofort alles hängen lässt und sagt, okay, warum passiert immer mir das und die anderen haben immer nur Erfolg und ich nie und das zieht sich jetzt überall durch mein ganzes Leben. Es ist scheiße und da brauche ich nächste Woche diesen Termin gar nicht mehr machen, wenn das jetzt schon so schief läuft, denn das bleibt dann so. In so eine Situation bringt man sich dann leider sehr oft selber. Und das Interessante hierbei ist nämlich, dass man im Gegensatz zum Video gestern, wo es darum geht, dass man bei einem Erfolg erlernen muss, den weiter durch sein Leben zu ziehen und sagen, okay, den habe ich mir verdient und das wird sich jetzt wie ein roter Faden durch meine nächste Zeit ziehen und ich werde überall Erfolge haben, wenn es jetzt schon so gut läuft. Das muss man erlernen normalerweise. Beim Scheitern ist es leider so, dass wir das irgendwie in uns drinnen haben, dass wir genau das eben durchziehen, das Scheitern. Wir sagen, okay, jetzt bin ich gescheitert, jetzt ist alles scheiße. Hier machen wir genau das automatisch, was wir beim Erfolg lernen müssen. Und darum ist jetzt ganz wichtig, dass man diese falsche Vorgehensweise, wenn es um das Scheitern geht, dass man die sofort unterbricht. Und das macht man auch wieder mit einer Technik. Gestern hatten wir auch eine Technik. Die heutige geht ganz ähnlich. Ballen Sie wieder eine Faust, sobald solche Gedanken kommen, und sagen Sie Stopp, ein lautes Stopp. Das können Sie auch öfters hintereinander machen, denn das bremst sofort Ihre Gedanken auch wieder durch die Gestik. Und auch durch die verbale Aussage. Das ist ganz wichtig, diese Kombination, dass Sie das damit unterbrechen. Und dann haben Sie diese Gedanken gestoppt und dann denken Sie mal klar darüber nach. Passiert Ihnen das wirklich ständig? Das ist doch Schwachsinn. Das passiert Ihnen nicht ständig. Oft ist es so, wenn man mit dem Auto fährt und oder man fährt jetzt irgendwo an beim Ausparken und man macht sich eine kleine Schramme rein, sagt man, warum passiert immer und ständig mir das? Wie oft passiert Ihnen dann das wirklich? Passiert das alle 5 Jahre einmal? Das hat doch mit ständig nichts zu tun. Also hier hat man sich schon eine gewisse Negativität antrainiert und genau die ist falsch. Also wichtig, wenn solche Gedanken kommen, unterbrechen Sie diese Situation, diese Gedanken mit der Armbewegung, mit einer kräftigen Armbewegung und mit einem lauten Stopp, gerne auch öfters hintereinander. Und da machen Sie sich bewusst, dass das wirklich nur Zufall ist. Hier darf man nicht in diese Verhaltensweise kommen, dass man eben sagt, Scheiße, das zieht sich jetzt weiter durch mein Leben und das passiert immer nur mir. Hier muss man die Einstellung entwickeln, dass es wirklich nur Zufall war. Dazu können Sie diese Technik nutzen und das ist wichtig, dass Sie so mit dem Scheitern umgehen und nicht anders. Das war's jetzt zu diesem Video. Wie immer, wenn es gefallen hat, geben Sie mir ein Gefällt mir, würde mich sehr freuen. Abonnieren Sie vor allem meinen Kanal, um weitere Video-Updates zu erhalten und gerne Ihre Meinung und Kommentare, also unten in die Kommentare, so wollte ich sagen, Ihre Meinung, Ihr Feedback, alles was Sie möchten, posten Sie mir unten in die Kommentarsektion. Gut, das war's zu diesem Video. Bis zum nächsten. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Am Abschluss dieses Videos habe ich noch ein tolles Geschenk für Sie, nämlich meinen kostenlosen Report 55 Ideen zur Content- und Videoerstellung. Wer diesen Report in den Händen hält, hat nie wieder irgendwelches Problem oder Probleme, Content zu erstellen, Videos zu erstellen. Man muss es dann einfach nur noch tun. Alles, was Sie jetzt tun sollten, auf den Link unter dem Video klicken und downloaden. Bis gleich.